Grenados Yama Ha. Der Zauber der Heilung umhüllt mich. Das ist das Thema für die kommende Woche und bedeutet, dass in den nächsten Tagen Heilung deiner Themen möglich ist. Allerdings musst du dafür noch etwas beachten, was deiner Heilung im Moment entgegenwirkt. Es ist Devama Shilas und bedeutet, mein Schöpfergeist wirkt durch mich. Das heißt, dass du dich besonders in den nächsten Tagen auf deine Schöpferkraft besinnen solltest. Denn es ist möglich, dass du Gedanken trägst, welche dich an der Heilung hindern. Gehe in dich und überprüfe deine Gefühle und Gedanken und ändere sie in positive Energien um. Prüfe auch, ob du dir deiner Schöpferkraft bewusst bist und danach lebst. Sobald du deine Schöpferkraft fühlst und annehmen kannst, bekommst du eine weitere Unterstützung durch folgende Töne. Shinama Soheya. Die bedeuten, ich erkenne meine Weisheit und mein Licht. Mit dieser Energie öffnet sich das Feld der Heilung für dich und das Feld der göttlichen Weisheit berührt deine Seele. Dies sind die Voraussetzungen, dass Heilung in den nächsten Tagen geschehen kann. Fühle jetzt noch einmal die Energie von den Tönen der magischen Sprache aus dem mystischen Heilgeist und spreche sie mit mir laut aus. Grenados Yama Ha. Grenados Yama Ha. Grenados Yama Ha. Der Zauber der Heilung umhüllt mich.